Du legst hier mit Martin zusammen den Kurs. Wie machen sich die Schüler bis jetzt? Bis jetzt läuft es gut so weit. Es ist schön, dass es überall in die Posten hinein sehen könnt. Es ist schön, wie sie sehr schnell sehen, was sie machen müssen und dass sie, glaube ich, ein zufriedenstellendes Produkt nachher in den Händen haben. Das Schöne am Material, das wir haben, ist ja auch, dass es sehr robust ist, in dem Sinn, dass wenn mal etwas falsch geht, kann man recht gut etwas auskorrigieren noch. Und dort ist es wirklich einfach mega gutmütig. Das kommt den Teilnehmern natürlich entgegen. Aber klar, es ist in dem Sinn ein neues Material, das nicht ganz alltäglich ist. Aber von dem her läuft es gut, ja. Du bist ja für Spezialist, wenn es um unsere Palette geht. Du hast da gewisse Sachen entwickelt. Kannst du mal so etwas dazu erzählen, was du eigentlich hier genau machst bei uns? Genau. Also in der ersten Phase ist es vor allem darum gegangen, dass wir mal saubere Vorrichtungen haben, um das immer noch händisch zu produzieren. Was der Stand bisher war, ist, dass das Ganze ohne spezifische Vorrichtungen mal produziert wurde. Das geht gut für, ich sage mal, 1 bis 5 Paletten. Was jetzt aber ja ist, wir haben eine 100er-Serie, die raus muss. Und da braucht es schon gewisse Vorrichtungen. Und das war in der ersten Phase mal meine Hauptaufgabe, dass wir das Ganze haben, dass wir in die 100er-Serie starten können. Und gerade der Vorteil, wenn man es so macht, ist auch, dass man ganz viele Erfahrungen machen kann und lernen kann, was braucht es eigentlich für den Prozess. Was ist wirklich das Essentielle, um nachher gerade auch für eine weitere Stufe die Automatisierung zu gehen, dass man dort nicht einfach mal drauf losbaut und am Schluss doch nicht zufrieden wäre, was man hat. Und dort sind wir auch froh, dass wir das gerade so angegangen sind, weil es sind nochmal einige neue Erkenntnisse spezifisch herangekommen. Das und das ist jetzt eben doch nicht so, wie wir es ursprünglich geplant haben. Was war die grösste Herausforderung für mich? Ich denke, was für mich mega cool war, ist, dass ich sehr frei arbeiten konnte. Aber auf der anderen Seite ist das halt dann das Ding, du schaust einfach einmal und es braucht halt doch im Kleinen relativ viele Iterationsschlaufen, bis wirklich zu einem Ergebnis kommst, wo kannst dahinterstehen kannst. Und ich glaube, das ist für mich eine Herausforderung, dass du wirklich einfach bis am Ende am Prozess dranbleibst, dass du sagen, jetzt hast du etwas, das wirklich verhebt. Sie haben am Morgen schon ein bisschen Routine mit der Presse bekommen und können entsprechend heute Nachmittag jeweils zwei, ich mit jemandem von Ihnen, gerade können je eine Platte machen und das ist gut gegangen. Was ist so die grosse Herausforderung jetzt dort bei dieser ganzen Plattenpresserei? Auf was muss man schauen? Grundsätzlich haben wir ein gewisses Arbeitsfenster. Es fängt an, ab dort, wo die Hitze durch die Decklage durch ist und es anfängt anschmelzen zwischen der Wabe und der Platte. Hört aber irgendwann auf, wenn man es zu lang tönt, dann fängt sich zu viel Dampf an bilden und dann wird nachher die Qualität, zumindest optisch, nicht mehr so schön. Das heisst, man muss dort in einer gewissen Range sein und das ist die Schwierigkeit, dass man dort drin bleibt.